Der Klitzi, der Linzer Bub. Ohne Fernseher kann der nicht einschlafen. Das ist unmöglich, das geht nicht. Im Jugend- und Juniorennationalteam haben wir da sehr viel Zeit verbracht. Clemens kenne ich auch schon sehr lange aus Linz und halte auch sehr viel von ihm, sehr schneller Spieler. Ein Trainer in die Klasse kommen, der so einen Zettel verteilt hat. Ja, ich muss sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch relativ groß war. Und also im Gegensatz zu den anderen Kindern und bin ich dann eigentlich immer am Aufbau gewesen. Ja, und ich wollte halt dann auch groß aus dem Ball haben. Im Flügel, wenn man jung und klar ist, dann kriegt man das nicht so oft. Schaut sich dann oft einen Harry Potter 25 Mal hintereinander an, weil er halt immer wieder ein bisschen was schaut. Und kennt ihn zwar schon auswendig, nur er ist irgendwie beruhigend, finde ich, an der Film. Geht nicht anders. Keine Chance. Also sonst liege ich, wenn es komplett finster ist im Zimmer, liege ich da, schaue auf die Decken und weiß nicht, was ich will. Kann er nicht schlafen. Er wechselt dann so, glaube ich, alle 2-3 Monate wechselt er dann den Film. Ja, das ist abwechslungsreich. Bis Mittag, Vormittag hast du, ich sag mal, unter der Woche nicht so zu gehen. Ich war von klein auf schon immer ein bisschen ein Nachtmensch. Und ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, dann werde ich dann locker bis um 3 Uhr in der Früh runter und schlafe aber dann auch bis zum Mittag, wenn es ist. Ich denke, dass ich ein disziplinierter Spieler bin und ein schneller Spieler und ja, meistens der Trainer beurteilen. Kletzi ist ein Linzer, der eigentlich nur ein Problem hat, dass er allein am Flughafen nicht zurechtfindet. Da hat er immer ein bisschen Angst. Ich würde gerne meine Freundin Sachen organisieren und so. Bin dann mehr einfach das Herdentier, was nachrennt. Wenn ich dann nach Deutschland gekommen bin, das erste Mal, habe ich dann Flugbuchungsnummer geschickt gekriegt von der ÖAB und da ist er zum Nationalen gekommen, also bin halt alleine am Flughafen gestanden. Dann habe ich meinen Paco angerufen und gesagt, du, wie geht's jetzt da weiter? Ich bin mittlerweile sehr gut in dem Kreis zusammen, das hat er in Norwegen wirklich sehr gut gelernt und er ist ein wertvoller Spieler. Und sonst ist er ja ein super Typ.